Es ist Montagabend und ich freue mich, dass wir gemeinsam in den ersten Abend dieser Woche starten. Ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, der Kinderpodcast. Hier ist euer Lieblingspodcast, hier ist Ab ins Bett mit der 727. Gute-Nacht-Geschichte. Ich bin Marco und ich freue mich heute, dass wir vielleicht die Antwort auf alle Fragen finden. Den Titelheld Sebastian stellt sich heute ganz großen Fragen. Vorher kommt aber das Recken und Strecken. Nehmt die Arme und die Beine, die Hände und die Füße und reckt und streckt alles so weit weg vom Körper, wie es nur geht. Macht euch ganz, 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 ganz lang und spannt jeden Muskel im Körper an. Wenn ihr das gemacht habt, dann plumpst doch einfach mal ins Bett hinein und sucht euch eine ganz bequeme Position. Heute am Montagabend, bin ich mir sicher, findet ihr die bequemste Position, die es überhaupt bei euch im Bett gibt. Hier ist die 727. Gute-Nacht-Geschichte für Montag, den 22. August. Sebastian und die Antwort auf alle Fragen. Sebastian ist ein ganz normaler Junge. Es ist ein ganz normaler Montag, es kann sogar der heutige Montag sein, als Sebastian am Nachmittag zu Hause sitzt. Sebastian liebt es zu sammeln. Er sammelt allerdings keine Spielzeuge, auch keine Bausteine, nicht einmal Sammelkarten. Und überhaupt spielt er auch keinen Fußball und er mag nicht einmal mit der Konsole zocken. Stattdessen sammelt er lieber. Sebastian sammelt Dinge, die man nicht sehen kann. Sie sind unsichtbar, aber doch immer da. Fast jeder von uns erlebt sie auch. Sebastian sammelt schöne Momente. Und er sammelt noch etwas. Wissen. Sebastian möchte alles wissen. Wenn er zum Beispiel draußen ein LKW sieht, vielleicht von der Müllabfuhr, dann stellt sich Sebastian die Frage, was passiert denn mit dem Müll? Wo kommt der hin? Und wo kommt der LKW her? Und woher weiß der LKW, wo er hin muss? Und wie kommen die Menschen in den LKW? Warum wird man überhaupt LKW-Fahrer? Oder warum lädt man Mülltonnen aus? Wieso? Weshalb? Warum? Das sind die Lieblingswörter von Sebastian. Vielleicht denkt er sich, ist es ja gar nicht so schwer, die Antwort auf alle Fragen zu finden. Es gibt auch so viele Fragen. Warum ist das Gras grün? Wieso haben Bäume eine Rinde? Wieso hören Hunde auf Kommandos, Katzen aber nicht? Dann überlegt Sebastian. Das Weltall, die Unendlichkeit, die Sterne, andere Planeten, Galaxien. Vielleicht gibt es dort draußen irgendwo im Universum die Antwort auf alle Fragen. Sebastian legt sich in sein Bett und schließt nur für einen klitzekleinen Moment die Augen. Sofort beginnt er zu träumen. Er träumt davon, in einem großen Raumschiff zu sitzen. Er verlässt die Erde und fliegt davon. Aus dem Fenster sieht er unseren blauen Planeten, wie er immer kleiner wird. Er ist wunderschön. Durch die vielen Meere und das Wasser sieht die Erde aus wie ein blauer Planet, umgeben von einigen Wolken. Aber wunderschön. Während Sebastian mit seinem Raumschiff in Richtung Unendlichkeit fliegt, hofft er bald, auf weiteres Leben zu treffen. Vielleicht wissen ja Außerirdische, wie die Antwort auf alle Fragen ist. Doch von Außerirdischen ist keine Spur. Sebastian fliegt Stunde um Stunde, Tag um Tag, ganz alleine. Er hat so viel Zeit nachzudenken,
dass die Antwort vielleicht gar nicht draußen im Universum liegt. Vielleicht liegt ja die Antwort genau bei Sebastian, in ihm. Vielleicht hat jeder eine eigene Wahrheit, aber kann das überhaupt sein? Sebastian beschließt, umzukehren und zurück zur Erde zu fliegen. Kurz bevor er auf der Erde ist, macht er einen kleinen Stopp auf dem Mond. Der Mond ist ja nicht so weit weg von der Erde. Wenn man es vom unendlichen Universum aus betrachtet, ist der Mond gar nicht weit weg von der Erde. Genau die richtige Zeit für eine Pause. Sebastian trifft den Mann auf dem Mond. Dieser winkt Sebastian herbei und er zeigt auf den Boden. Auf den sandigen Boden des Mondes hat der Mann im Mond eine Zahl gezeichnet. Sebastian steht am einem Ende der Zahl, der Mann im Mond auf der anderen Seite. Nun fragt der Mann im Mond: Sebastian, was siehst du? Sebastian schaut sich die auf dem Boden gezeichnete Zahl ganz genau an. Eindeutig, das ist eine 6, sagt Sebastian. Der Mann im Mond beginnt zu lächeln. Was für dich eindeutig eine 6 ist, das ist für mich eindeutig eine 9. Sebastian stellt sich dorthin, wo eben gerade der Mann im Mond stand, auf die andere Seite der Zahl. Und tatsächlich, von hier aus ist es eine 9. Manche Dinge ändern sich mit der Sichtweise. Und deswegen ist sich Sebastian sicher, dass die Antwort aller Fragen in uns ist, so wie wir die Welt und das Universum sehen. Nicht alles ist immer so, wie es scheint. Manchmal gibt es aber auch etwas Glitzer und Magie. Sebastian weiß genau wie du, jeder Traum kann in Erfüllung gehen. Du musst nur ganz fest dran glauben. Und jetzt heißt's, ab ins Bett. Träum was Schönes. Bis morgen, 18 Uhr, abinsbett.net.